Ausscheide oder war das auch der Grund, dass du dann hast sagen können, ich kann volles Rohr fahren? Erstens einmal war ich froh, dass ich mal überhaupt wegkommen mal, weil wir waren ja doch schon 14 Tage lang da und der Medienstress ist natürlich auch ganz schön groß geworden nach der ersten Goldmedaille. Und ich habe es 3 Tage praktisch auf Schweden mit der Nationalmannschaft, mit der schwedischen, haben wir mittrainieren können und das ist für mich keine Frage, da tue ich mich immer vorbereiten. Und vor allen Dingen mal dazu sagen, ich habe meine Familie mitgenommen, also meine Frau und das Kind. Und darum habe ich das verbunden mit echt fast, kann man sagen, Urlaub und Training zusammen. Und ich habe das genossen, wirklich genossen. Und wir genießen das jetzt und ich glaube, du hast deinen Lauf noch nicht gesehen. Nein, und wir schauen uns jetzt die Zusammenfassung vom Sepp Ortmeier erstmal an und dann reden wir weiter. Der Tanz des wohl glücklichsten Mannes an diesem Tag. Zunächst zwischen den Torstangen. Dann im Zielraum. Ein zwiefacher als Ehrentanz. Groß wurde aufgespielt für den Olympiasieger, für Markus Wasmeier, für sein zweites Gold. 60, 70, 80.000 Zuschauer feierten mit, eine herrliche Atmosphäre hier in Lillehammer. Für Markus Wasmeier so richtig zum Genießen. Die Glückwünsche. Dr. Otto Münch, Burschi. Zu den Zuschauern. Der Blumenstrauß. Die glücklichen Sekunden, Minuten des Markus Wasmeier nach dem Riesenerfolg. Man kann sagen, ein Triumphator hier in Lillehammer, Markus Wasmeier. Und so fing alles an diesem Tag. Markus Wasmeier im ersten Durchgang. Locker von Anfang an. Zweitbeste Zeit mit Start Nummer 17. Das war das erste Zeichen. Es muss ein großes Rennen gewesen sein. Ja, du bist es. Platz 2. Glückwunsch zu so einem tollen, lockeren ersten Lauf. Hat dir richtig Spaß gemacht. Ja, ich bin einen ganz normalen Lauf gefahren, habe mir gedacht, viel brauche ich nicht da. War eigentlich ein bisschen müde am Start drum, aber habe mir gedacht, das fahre ich mal einen sauberen Lauf. Und anscheinend war das die richtige Taktik. Der zweite Lauf, an Dramatik nicht zu steigern. Zunächst legt Rainer Salzgeber aus Österreich einen hervorragenden zweiten Durchgang hin. Der fünfte nach dem ersten Lauf, Bestzeit, Rainer Salzgeber. Jan Einar Thorsen, die Jagd auf Rainer Salzgeber. Der Norweger, von der Woge der vielen, vielen Fans getragen. Bestzeit, Platz 1. Nach ihm kommt Markus Wasmeier. Dritter nach dem ersten Lauf. Puh, ist der motiviert. Viel Glück, weil ich kann mir vorstellen, dass er sagt jetzt alles oder nicht. Den hockt er schnell. 700, der ganze 700 bringt der Vorsprung mit auf Jan Einar Thorsen. Da hat er 100 dazu gewonnen. Der Markus ist alles. Warum genug hat er? Die Besichtigung war der erste der Besichtigung. Das bedeutet, dass er sich besonders was vorgenommen hat und genau die Linie studiert hat und die hat er im Kopf. Jetzt dieser lange Schwung, Wissen, Einfahrt in den Steilhang, Weiser hat ein bisschen Tempo weggenommen, nicht ganz optimal. Aber jetzt die Ausfahrt, die ist viel wichtiger. Zwischenzeit? 800 war es im Vorsprung. 59 ist es jetzt, dieser Markus, das ist der Wahnsinn. 51 Hundertstel macht er da, dem kurzen Teilabschnitt gut. Und jetzt der untere Teil, der müsste ihn liegen, das ist schnelle, weite Abstände. Oh, erster kleiner Fehler. Halt es, dann gibt es noch eine Medaille. Ist gewarnt und jetzt Gas geben in den unteren Teil. Fährt eine gute Linie, greift an, da brennt, lässt er nichts mehr anbrennen. Das sollte klappen, das müsste eine neue Bestzeit geben. Und? Fabelhaft.
neue Bestzeit und damit zumindest eine Bronzemedaille für Markus Wasmann. Bronze war sicher, dann kommt Urs Kehle in Zweiter nach dem ersten Durchgang. Und dann nur um 200 langsamer als Wasmauer. Wasmauer hat Silber sicher. Christian Mayer, der Letzte, der ihn schlagen kann. 1200 langsamer, die Goldmedaille sicher. Markus Wasmauer, sein Tag heute hier in Lillehammer. Bitte Magdalena, bitte Markus. Der Markus sagte zwischendurch immer wieder unglaublich. Da hat man immer gesagt, der Markus hat die Entwicklung verschlafen, der fährt längst nicht mehr so gut Ski und plötzlich wird er Olympiasieger.